Hallo Freunde der Horrorfilme und willkommen zu Saw 7 Fallen analysiert und wie man sie überlebt. Die Hoffman-Story kommt zu einem Ende und wer sie wirklich mal richtig verstehen möchte oder einfach generell mal die Saw-Filme zusammengefasst haben möchte, guckt sich am besten meinen Recap an. Die erste Folge zu Saw kam schon raus. Dort fasse ich die Filme zusammen, wie auch hier mit Bild und Video. Dann mache ich halt alle Saw-Filme durch und auch mal wieder Filme, die ihr mir vorschlagt oder die ich einfach geil finde, die ihr zusammengefasst haben wollt und wo ihr mal wissen wollt, worum geht es oder ihr wollt sie nochmal wissen, wie auch immer. Ihr wundert euch jetzt sicherlich, wow! Warum hat der Typ jetzt auf einmal ein anderes Oberteil an? Das liegt daran, dass ich regelmäßig mit Dead by Daylight live auf Twitch bin. Erster Link in der Beschreibung, also folgt mir, wenn ihr auf Dead by Daylight steht. Und an alle, die da keine Lust drauf haben, gar keine Sorge. Ich bin nächste Woche nämlich auch auf YouTube live. Und ich habe eine neue Webcam. Also seid gehypt. Jetzt fangen wir aber mal mit dem eigentlichen Video an, denn heute geht es um Saw 7. Einige Fallen in dem Film gehen eher in so eine Richtung. Ihr überseht was in eurem Leben oder habt Probleme, mit denen ihr nicht weiterkommt? Ich gebe euch die Chance, das zu regeln. Oder zu sterben. Diese komische Art der Fallen wird auch auswirken auf die Ideologie der ganzen Fallen haben. All in all bieten die ganzen Fallen einen Höhepunkt an. Alter, was ist denn mit der Ideologie los? Was das Überleben angeht, sind die Fallen sogar einigermaßen ausgeglichen. Einige kann man sehr gut austricksen, andere wiederum fast gar nicht. Der Film hat also wieder mal eine Menge kreativer und brutaler Fallen. Welche das genau sind, gucken wir uns jetzt mal an. Die erste Falle ist direkt mal eine wirklich einmalige Falle im Franchise. Wir haben zwei Jungs und ein Mädel mitten auf einem öffentlichen Platz in einer Box. Zwei Sägen bedrängen die Jungs und sie müssen die Säge entweder in der Mitte halten, wodurch ihre Freundin zersägt wird, also ihre feste Freundin, oder sie müssen jeweils anderen zersägen. Wundert es keinen, dass so ein Teil mitten in der Nacht, mitten in der Innenstadt platziert wurde? Und wie hat er es geschafft, die Leute da reinzubringen? Warum sie hier sind, habe ich eigentlich schon fast gesagt, denn sie war mit beiden zusammen. Also nicht mit den beiden, sondern mit beiden Jungs. Also sie hat beide Jungs praktisch verarscht miteinander und das sind halt Freunde. Das ist schon ziemlich kacke. Immer wenn es so aussieht, als würde einer von den beiden den anderen fast besiegen, manipuliert sie den, sodass er halt eben für sie ist. Und dadurch, dass sie das halt bei beiden macht, fällt auf, dass sie einfach nur wieder alle verarscht. Als sie das gecheckt haben, haben sie also entschlossen, die Säge in der Mitte zu halten. Einfach weil die Freundin dieser Freundschaft nicht gut tut und sie halt einfach nur von vorne bis hinten verarscht werden. Jetzt kommen wir mal zum Überleben. Das ist ein harter. Mir ist aufgefallen, dass Fallen, in denen die Leute nicht viel Bewegungsfreiraum haben, immer viel, viel, viel schwerer auszutricksen sind. Wir sehen aber an den Armschellen, dass es sich hierbei um so ein Schellensystem handelt. Man hat also wie bei einem Gürtel eine Art Stift, den man in so ein Loch reinsteckt. Hahaha, ja, witzig. Man kann bei sowas mal versuchen, durch wildes Hin und Her die Teile aufzubekommen. Das ist zwar nicht garantiert, nicht mal ansatzweise, aber immerhin etwas. Und ich kann mir auch eigentlich nur schwer vorstellen, dass sie wirklich parallel alle wach werden. Dann wäre doch wahrscheinlich früher einer wach und hätte das früher schon versucht, aber keine Ahnung. Ansonsten bleibt nur noch übrig, dass einer dieser Säge ausweicht. Das hätte bestimmt klappen können, meiner Meinung nach. Wir sehen nicht nur, dass die Leute an sich viel Freiraum und viel Platz von der Säge haben und die nur ganz knapp trifft. Wir sehen auch noch, dass sie links und rechts viel Freiraum haben. Das heißt, sie können einfach zur Seite gehen, Bauch einziehen, Säge ranholen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann alle hätte überleben können. Was? Alle überleben diese. Gut, sehr gut. Aber diese Sache ist mir eigentlich schon fast immer aufgefallen. By the way, weil es so oft in Saw vorkommt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn euch irgendwas schon früher immer aufgefallen ist, wo ihr euch dachtet, hä, warum machen die das nicht so? Das ist mir ja schon ein paar Mal in der Reihe passiert. Kreativität bekommt die Falle 8 von 10 Punkten, weil ich den Fakt, dass es öffentlich ist, absolut abfeiere. Der Rest der Falle ist halt auch ganz nett, aber ja. Die Schwere 7 von 10. Ganz provisorisch, weil sie halt echt schwer zu kontern ist und alle auf sehr kleinen Bewegungsradius gefesselt sind. Solche Fallen sind immer schwer und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob meine Wege funktioniert hätten, auch wenn ich bei dem zweiten ziemlich sicher bin, aber einfach falls nicht, 7 von 10. Ideologie bei den beiden Dudes mal 1 von 10, einfach weil sie betrogen wurden und die Frau 7 von 10, weil sie immerhin zwei Freunde bis zum bitteren Ende absolut verarscht und gegeneinander ausgespielt hat. Wir kommen zur Story von Bobby Dagan, der meint, er hätte mal eine Saw-Falle überlebt, einfach nur um groß Cash abzugreifen. Plot Twist, er hat nie eine Falle überlebt. Angeblich sollte er sich Haken durch die Lippe ziehen und sich dann an diesen Teilen hochziehen. Sein ganzes Management half ihm bei der Lüge, außer seiner Frau, die gar nichts von alledem wusste und einfach auch verarscht wurde die ganze Zeit. Bei dem Treffen der anonymen Überlebenden, wo wir ganz viele bekannte Gesichter aus der Reihe wiederfinden, zum Beispiel auch die Frau aus Teil 6 mit dem einen Arm, treffen wir auf diese Frau, die uns von ihrer Falle erzählt, in der sie und ihr Mann, ihr ehemaliger Mann, drinne steckten. Sie mussten sich am pieksigen Stacheln festhalten und unter ihm waren ganz viele Kreissägen,
Und der Erste, der loslässt, fällt nach unten. Die andere Person darf leben. Sie musste also ihren Mann da runterhauen, dass er nach unten fällt und sie weiterleben darf. Der Mann hat sie schlecht behandelt und das ganze Programm, weswegen Jigsaw ihr helfen wollte, ist klar. Diese Falle wirft mir so viele Fragen auf. Wie kommen sie in die hängende Position, ohne selbst dahin zu gehen? Hören die Sägen dann auf, wenn er stirbt und sie lässt sich dann fallen? Die Falle wirkt so, als würde man das unbedingt reintun wollen, weil das halt echt simpel und kreativ ist. Aber es hätte man keine Ahnung wie, weil es macht keinen Sinn, dass sie so da wach werden. Naja, kommen wir mal zum Überleben. Zurückklettern, denn die müssen ja einen Spot haben, an dem sie sich dort drauf begeben haben. Also sie mussten ja hinklettern, weil du wirst ja nicht auf einmal so wach. Wie gesagt, nichts anderes ergibt Sinn. Das heißt, man könnte auch an diesen Spot, wo man draufgeklettert ist, wieder zurückgehen. Oder für die, die glauben, dass sie da aus irgendeinem Grund wach geworden sind. Versucht in eine Lücke der Sägen zu fallen. Ist zwar schwer, aber die Lücken sind schon nicht so klein. Kreativität bekommt die Falle 7 von 10. Ich finde es wieder super simpel und effektiv. Ihr wisst es doch mittlerweile, das ist das Beste. Leider ist die Falle nur etwas weniger kreativ dahingehend, wie sie da hingekommen sind. Aber der Rest, eigentlich wäre sie sogar 9 von 10, hätten sie einen guten Grund, wie sie da hingekommen wären. Schwere Actually 9 von 10. Ich meine, wie soll man da lange an so spieksenden Teilen festhalten? Selbst wenn er zuerst fällt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man direkt hinterher fällt und die Sägen nicht rechtzeitig zum Stoppen kommen. Ideologie 1 von 10. Ja, ihr wurde geholfen, sich zu trennen und einer musste sterben. Muss ich das noch irgendwas sagen? Dafür gibt es Paartherapien oder irgendwas anderes. Die nächste Falle ist die legendäre Nazi-Falle mit Chester fucking Bennington. Rest in Peace an der Stelle. Even, gespielt von Chester Bennington, sitzt im Auto mit dem Rücken an den Sitz geklebt, vor ihm ein Hebel, den er betätigen muss, sonst fährt das Auto los und unter ihm seine Freundin ist dann futsch. Der Freund hinter ihm wird fast dann mitgerissen, aber halt irgendwie nur teilweise leider, also für ihn leider, und der Dude am Tor wird umgefahren. Das alles, weil sie Nazis sind. Verständlich. Der Haken ist, dass es sich hierbei um Uhu-Pater-Fix fixiert, fix immer und immer wieder handelt, weshalb es sehr schwer und schmerzhaft ist, sich von dem Sitz zu lösen. Even schafft es nicht und alles passiert wie angeteased und er crasht in einen anderen Wagen. Das übernimmt die Versicherung by the way nicht. Also, denke ich. Überleben. Einmal hätte man versuchen können, etwas zu finden. Eventuell ein Stück Holz mit ausgezeichnet viel Ehre. Falls nicht vorhanden, versuche es mit dem Fuß. Auf Anhieb wird das nicht klappen, aber man kann sich ein bisschen unten loslösen und dann mit dem Fuß den Hebel betätigen. Selbst wenn nicht, dann reißt sie den Rücken schnell und ruckartig auf, aber nicht langsam und qualvoll. Das alte Pflasterprinzip, jeder kennt's, keiner macht ein Pflaster so ab, also nur die richtig harten. Alle machen das immer so ab und so ist es auch richtig. Außerdem glaube ich, dass der Dude am Tor keine Fußfesseln hat, also hätte er irgendwie versuchen können, irgendwie mit dem Bein hochzuspringen, keine Ahnung, irgendwas hätte er auch machen können. Kreativität 6 von 10, wieder zu viel Tara, aber dafür war es ein cooler Ketteneffekt. Die Fallen lassen echt nach mit der Zeit. Aber Chester Bennington ist krass. Schwere 6 von 10, die Falle war sehr schwer, aber es gab die Möglichkeit, die Haut schneller rauszureißen. Und dieses Mal hing wirklich viel mehr von der Bereitschaft, Schmerz zu ertragen ab als sonst. Ideologie 9 von 10, weil die Falle wirklich sehr viel mit Willenskraft zu tun hatte, also im Vergleich zu vielen anderen. Und man bei Nazis das auch einigermaßen gut nachvollziehen kann, dass man die halt aus dem Weg schaffen möchte. Dass es wieder nur von einer Person abhängt, ist nicht so Jigsaw-Ideologie-like, deswegen nur 9 von 10 Punkten. Wir kommen zur großen Hauptfalle mit Bobby und sein erster Minitest, ist einfach aus dem Käfig zu kommen, ohne auf die Stacheln zu treten. Wie man es löst, ist, wie er es auch gemacht hat. Ich habe es auch früher nie als Test angesehen, bis mich einer darauf aufmerksam gemacht hat. Ui, die nächste Falle, meine Güte, die wird hart. Keep Silent heißt die Falle und wenn man ein Video zu den brutalsten Saw-Fallen kennt, weiß, was jetzt kommt. Seine Verlegerin, die von alledem wusste, sitzt dort und hat einen Schlüssel an einem Angelhaken im Magen. Bobby muss den rausziehen, aber jedes Mal, wenn sie ein Geräusch macht, kommen die Pfeile näher. Ein Wort, Igitt. Sie schaffen das nicht und hier habe ich den Schmerz echt mega gefühlt. Also wirklich wie bei keiner anderen Falle. Überleben? Es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Gegenstände im Raum, die man irgendwie in die Kette, also in dieses Radsystem oder zwischen den Pfeilen und ihren Hals platzieren könnte, um es ein bisschen aufzuhalten. Wir haben ja legit sehr viele Sachen und darunter auch viele metallische Sachen. In dem Fall bin ich sogar ziemlich sicher, dass man das Zahnrad hätte manipulieren können, um die Falle komplett aufzuhalten. Oder sehr stark aufzuhalten. Komplett an den Schmerzen vorbei geht es, glaube ich, nicht. Aber sie hätten es ja fast geschafft. Er hatte den Schlüssel. Oh mein Gott, wenn ich gerade denke, wird es wieder so ekelhaft. Er hatte den Schlüssel, aber leider keine Zeit mehr. Das war sein Problem. Eine andere Idee wäre, auch wenn es komisch klingt, sie eventuell K.O. zu hauen, damit sie nicht mehr schreien kann. Aber ich glaube, dann hast du trotzdem noch Schmerzen und wirst dann natürlich wieder wach. Aber
Ich bin kein Arzt, ich hab nur die Idee witzig, okay? Lass mich. Kreativität 9 von 10 Punkten. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt... Wow, also wie kommt man darauf? Es ist ekelhaft, es ist eine Falle, die bleibt so krass im Kopf. Jeder, der die Falle nur einmal gesehen hat, will sie nie wieder sehen, hat sie aber immer wieder im Kopf. Schwere 10 von 10. Ja, also wirklich, ich glaube, da stirbt man lieber, als das durchmachen zu müssen. Ideologie 7 von 10. Ja, ist schon sehr hart, sie ist eine Verlegerin, sie hat da bei der Lüge mitgeholfen. Aus Schicksals Sicht kann ich es irgendwie ein bisschen verstehen, aber naja, keine Ahnung. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze bewertet, weil sie haben das ja alles gefaked, haben Leute verarscht, haben Geld gemacht, haben wirklich Überlebende praktisch damit entehrt und alles und sich über die mehr oder weniger lustig gemacht und alles auf Jigsaws Kosten. Finde ich schon hart. Man muss ja immer noch bedenken, natürlich, man kann ja sicher argumentieren, ja, aber dafür kann man ja eigentlich töten, aber innerhalb der Jigsaw-Ideologie ist das halt möglich, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Es ist möglich. Deswegen muss man das hinnehmen und in den Umständen würde ich sagen 7 von 10. Er geht weiter zur nächsten Falle. Bro, nimmst du das Ehrenholz mit? Nee? Okay. Hier sehen wir seine Anwältin, die ihm geholfen hat, die Lügen zu verbreiten. Ihre Augen und der Mund wird durchbohrt, wenn er nicht für 30 Sekunden lang das Teil aufhält, indem er sich diese Piekser in die Rippen nimmt. Er schafft es nicht. Die Fallen haben alle versucht, etwas Besonderes zu vermitteln, wie zum Beispiel bei der Keep Silent Falle, die Publizistin, die ja immer viel geredet hat. Also die das publiziert hat, sollte einmal ruhig sein. Und bei der kommenden Falle wird man das auch wieder merken. Bei der Falle hier finde ich es aber ein bisschen schlecht gemacht, weil da sagt er irgendwas mit, ja, sie soll nicht hingucken und hat ihr Mund zu halten. Genau, ich glaube, das war mit dem Mund auch. Keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall tot, okay? Meine Güte, kommen wir zum Überleben. Sehr viele Gegenstände im Raum wieder, ne? Die man hätte einfach zwischen die Rippen klemmen können. Oder das Ehrenholz aus dem Vorraum. Damit hätte man halt echt eine Menge retten können, weil wenn du hier Dinger hast, du hättest sie ja in die Hose, also man hätte sie in die Hose reinklemmen können. Klemmst du so in die Hose rein, kommt hier das Teil gegen, tut gar nicht mehr weh. Live fragt wie Brain Freeze. Ja, dann hätte man auf jeden Fall sehr lange durchhalten können, weil man hat hier gesehen, er hat hier ein bisschen durchgehalten, nur halt nicht so lange. Und dann hätte man die Falle aufhalten können, weil es ging ja einfach nur darum, Schmerz zu ertragen. Und wenn der Schmerz gelindert ist, easy. Es geht aber noch einfacher. Wir erinnern uns an Saw 6, an das Karussell. Da gab es ein Fahrradkettensystem. Das heißt, die Shotgun ist mit so einer Fahrradkette gewesen. Und da habe ich ja gesagt, wenn man dran gekommen wäre mit einem Ehrenholz, hätte man das easy aushebeln können. Hier haben wir das schon wieder, nur dass man halt einfach dran kommt. Und wir haben, vor allem im Vorraum, der ja nicht abgeschlossen ist, unfassbar viele Gegenstände. Vor allem metallische Gegenstände. Und man hätte, selbst mit einer Hand, hätte man das wahrscheinlich raushebeln können. Das heißt, man hätte nicht mal irgendwie was zwischen die Rippen klemmen müssen. Man hätte einfach das Teil rausnehmen können. Easy. Kreativität bekommt die Falle 1 von 10, einfach weil ich es halt nicht wirklich kreativ finde. Und die haben es halt bei der Falle echt verkackt mit dieser Message, dass sie irgendwie nicht hinhören, hingucken soll oder was auch immer. Schwere 3 von 10 halt, weil die Falle halt so leicht zu kontern ist. Also wirklich arschleicht. Und selbst wenn man sie nicht kontern müsste, bei der Falle hätte man echt durch Schmerz ertragen, die Falle halt echt gut retten können, aber naja. Ideologie 6 von 10, weil, ja, auch wenn sie Anwältin ist und das ist ihr Job, ja, sie hat halt echt moralisch verwerflich gehandelt in der Situation. Im Rahmen der Jigsaw-Ideologie sind 6 von 10 Punkten echt gut dabei. Jetzt kommen wir zum Buddy von Bobby. Es ist also sein bester Freund, der nie was gegen diese Lügen gesagt hat. Der war immer stillschweigend dabei und hat die halt toleriert. Und als bester Freund sollte man eigentlich sagen, ey, yo, Bro, ist echt cool, dass du damit Geld machst, aber ist das nicht ein bisschen link? Also weil er immer die Augen verschlossen hat vor alledem, ist er in diesem Raum mit zu Augen. Hier hat das sogar wirklich echt Sinn gemacht. Bobby muss ihm einen Schlüssel bringen und sein Buddy ist halt eben blind, weil er ja auch sonst nie hingeguckt hat. Das Zimmer ist kaputt und wenn er es nicht in einer Minute schafft, dann wird er erhängt. Er wird erhängt. Wie gesagt, der Boden ist voller Löcher und man kommt da kaum voran. Zum Überleben. Sie hätten von Anfang an kriechen können, um safer und schneller zu sein. Davon abgesehen hätte man ein Stück Holz nehmen können, um es entweder heranzureichen oder um einen Weg zu bahnen, weil hinter ihnen waren ja auch so Holzplanken. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Kreativität bekommt die Falle 7 von 10. Ich finde es halt diesmal so gut mit dieser Doppeldeutigkeit. Und die Falle ist an sich auch recht simpel mit dem Erhängen. Hat man gut umgesetzt und ja, 7 von 10. Schwere 3 von 10, weil es sehr stressig ist in einer Minute. Aber andererseits ist es auch sehr leicht, das zu kontern. Ideologie 3 von 10. Ja, er war irgendwie, er hat halt geschwiegen, weil er hat sich damit auch praktisch mitschuldig gemacht. Aber nur weil einer geschwiegen hat bei einem Freund, muss er doch nicht gleich sterben, oder?
Jetzt kommen wir zur Zahnfee-Falle. Bei mir im Skript steht Zahnfee. Um in den Raum mit seiner Frau zu kommen, muss er sich zwei Zähne ziehen mit jeweils zwei Ziffern für die Kombination. Er macht das auch, denn es gibt halt keine wirklich andere Möglichkeit, an die Zahlen zu kommen. Vom Zahlenraten würde ich abraten. Es kann ja sein, dass die Tür nach dreimal falsch eintippen gelockt wird, also nicht mehr aufgeht. Das würde viel Sinn ergeben, denn wieso sollte Jigsaw da halt nicht mitdenken? Also, Zähne ziehen. Bei seiner Frau angekommen, muss er die einst erfundene Falle jetzt durchziehen. Wenn er es nicht schafft, rechtzeitig die beiden Stromkabel da oben zu connecten, wird seine Frau gebraten. Dafür muss er sich, wie gesagt, die Nippel durchbohren mit zwei Haken und dann hochziehen. Die Nippel werden hier nicht gezeigt, also wenn irgendein riesiger, großer Twitch-Streamer darauf reagieren möchte, gönn dir. Die Frau wird mit elektrischem Draht umzäunt, sodass Bobby nicht ran kann. Also versucht er sein Bestes, da hochzukommen. Ja, aber er ist ein Loser, deswegen verkackt er und die Frau wird gebraten. Das ist die wahrscheinlich schlimmste Szene in ganz Saw. Diese Frau ist unschuldig, wurde selbst verarscht und kriegt den wahrscheinlich schlimmsten Tod ab, den man haben kann. Aber da kommen wir gleich noch zu. Überleben. No joke, daran hat doch jeder mal gedacht. Einfach den Fuß in diesen Haken reintun, so, dass da halt, dass man den Fuß nicht durchpieksen muss. What the fuck, warum denn Nippel? Ist doch klar, dass die auf Dauer das nicht packen. Die sind doch viel zu schwach. Also der Brustmuskel, um ehrlich zu sein. Es war ja nicht nur der Nippel. Im schlimmsten Fall was anderes wie irgendwas, wo du mehr Muskeln hast, wo du mehr Stärke hast. Aber doch nicht die Brust. Also ganz einfach mit den Füßen rein, hochziehen oder irgendwas anderes. Kreativität 7 von 10 Punkten. Einfach nur, weil es halt vorher angeteased wurde und er es dann wirklich machen muss. Für diese Anspielung hat echt geile Idee. Aber ja, ansonsten war die Falle wieder bläh. Gutes Adjektiv, bläh. Könnt ihr in der Deutschklausur benutzen. Schwere 6 von 10. Die ist halt schon hart. Wenn man da mit dem Fuß nicht reinkommt, dann muss man sich verletzen, aber sonst, ja, man musste nicht die Nippel nehmen. Ideologie, 0 von 10 Punkten. Darauf habe ich die ganze Reihe über gewartet. Es gibt keine Falle, die so wenig in die Ideologie von Jigsaw passt wie diese Falle. Die Frau war absolut unschuldig, sie wurde verarscht und einfach nur um Bobby Dagen, einem Typen, der eine Jigsaw-Falle gefaked hat, nur um ihn eins auszuwischen, wird seine Frau, eine unschuldige Frau, die auch verarscht wurde, getötet. Wenn sie hätte mit ansehen müssen, wie Bobby stirbt, wäre das eine Sache. Aber warum stirbt diese Frau? Sorry, egal wer, versucht mir diese Falle zu rechtfertigen. Wer das schafft, der wird mitsamt Kommentar in der Jigsaw-Fallen-Analyse-Folge erwähnt. Wer das schafft, wirklich sinnvoll zu argumentieren, es gibt keinen Grund, warum sie hätte sterben müssen. So, jetzt beruhigen wir uns wieder. Das war's schon mit den Hauptfallen des Films. Es haben mir ein paar Leute in den letzten Filmen geschrieben, da gibt's aber auch andere Abwehrfallen, die du nicht erwähnt hast. Ja, was soll ich denn da sagen? Es gibt Abwehrfallen, die kann man nicht wirklich überleben. Hier bei der Polizei, einmal eine Abwehrfalle, wo die Leute mit dem MG niedergemäht wurden. Was hätte man da machen können? Man hätte versuchen können, auszuweichen. Mehr aber nicht, man wird von einem MG niedergemäht. Was machst du da? Bei der anderen wurden die Polizisten mit Chlorgas vergast. Bei Chlorgas hast du keine Chance zu überleben. Du kannst nichts vorm Mund halten, du kannst da nichts drauf tun, du bist tot, wenn du da nicht wegkommst. Und die finale Falle an Jill war so konzipiert, dass sie da nicht hätte entkommen können. Und weil die Falle halt echt eine coole Grafik hat, möchte ich mir das für den Recap aufbewahren. Das heißt, wenn ihr unbedingt sehen wollt, was mit der Jill-Falle auf sich hat, guckt euch Recap an. Da kommt ja irgendwann, wird ja die Folge kommen. Das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann checkt meinen Kanal ab. Ich glaube, in 2 Wochen wird die letzte Folge von Saw-Fallen-Analyse kommen. Also ihr braucht mir nicht fragen, wann sie kommt. Ihr braucht noch nicht fragen, ob sie kommt. Ja, sie wird kommen. Wann, weiß ich halt noch nicht. Ungefähr 2-3 Wochen. Checkt bis dahin meine Recap Folgen ab und generell alles andere zu Horrorfilmen. Ich habe immer das Gefühl, alle Leute gucken meinen Kanal nur wegen Saw-Videos. Aber what the fuck? Ich mache auch haufenweise andere Horrorfilme. Und ihr solltet euch verdammt nochmal angucken, okay? Und ihr könnt jetzt Kanalmitglied werden, exklusiv. Ihr bekommt Outtakes, exklusive Reviews und einen extra Rang im Discord. Oh mein Gott, ist das insane! Ja, oder? Ja! Danke an die ganzen Ehrenmitglieder. Geht Kuss raus.